Auf geht's Erlangen! Auf geht's Erlangen! Rot-Blau HCE! 34-34. Ich glaube, spannender hätten wir das Ganze heute nicht mehr machen können. Bei mir stehen Hampus Olsson und Nico Link. Hampus, wie habt ihr das heute erlebt, diese letzte Viertelstunde? Das war ja Wahnsinn. Ja, vielleicht wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht, aber wir haben einen Punkt bekommen und das war wichtig für heute. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vor allem nach dem Spiel gegen Leipzig. Heute, ich glaube, man hat gesehen irgendwie, wenn es in der Abwehr eng wird, dann muss der Nico Link wieder ran. Nein, das ist Quatsch. Also ich finde, wir haben heute die ganzen 60 Minuten nicht gut verteidigt, gemeinsam mit den Torhütern. Wie Hampus schon sagt, ist umso schöner, dass wir an einem nicht perfekten Tag dann trotzdem uns hier einen Punkt erkämpfen, glaube ich. Am Schluss war, Stimmung war Wahnsinn. Also das war echt, hat richtig Spaß gemacht. Das kann man heute mal sagen, dass die Fans uns den Punkt mitgeholt haben. Die Fans haben den Punkt mitgeholt. 1,5 Wochen jetzt Pause und dann geht's hier weiter gegen den Bergischen HC. Wie voll ist noch der Akku? Ihr habt jetzt zweimal in 3 Tagen gespielt. Was? Aha, ja, aber wir müssen die gleiche Einstellung haben für unser nächstes Spiel und wir arbeiten weiter jeden Tag. So, das ist egal, wann es Freitage her, wir arbeiten weiter. Die arbeiten weiter, wir arbeiten auch weiter und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. 6.10. nächstes Heimspiel dann gegen den Bergischen HC. Tickets wie immer unter hc-erlangen.de. Auf geht's Erlangen! Auf geht's Erlangen! Rot-Blau HCE!